Hier geht's hoch hinaus. Man hat auch die Chance, mal zu scheitern und abzustürzen. Studierende der Luftfahrttechnik erwerben fundierte ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse, die später in der Entwicklung, Herstellung, Wartung und Ansteuerung von Fluggeräten praktische Anwendung finden. Das Studium dauert 7 bis 8 Semester. Einige Hochschulen setzen auch erste Praktikaerfahrungen voraus. Ich wusste selber nicht, okay, was genau soll ich studieren. Ich bin kurz vorher erst in Urlaub geflogen und dann sitzt man im Flugzeug drin und dann, okay, was steckt eigentlich dahinter? Und dann habe ich das Kreuzchen gesetzt, ich wurde angenommen und so sage ich meistens, das Studium hat sich für mich entschieden. Gefragte Fähigkeiten. Faszination für das Fliegen, technisches Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen, Interesse an Ingenieurwissenschaften. Neben der Theorie haben die Studierenden auch die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen. Man kann auch mal die Rolle des Piloten einnehmen und mal mit diesen ganzen Werten, die werden einfach greifbar gemacht. In dem Modul Flugmechanik zum Beispiel rechnen wir die ganze Zeit mit Geschwindigkeiten und mit Gewichten und mit Anstellwinkeln. Was bedeutet das überhaupt und was kann ich damit anfangen? Und das ist hier die totale Praxis dafür. Studieninhalte: Strömungslehre und Aerodynamik, Flugmechanik und Flugregelung, Fertigungs- und Montageverfahren, Einführung in Luftfahrtsysteme. Also wichtig ist mal, dass man weiß, was ist die Basis, was sind die Grundlagen. Und wir legen hohen Wert darauf, dass wir aber nicht da bleiben, sondern dass man auch erfährt im Studium, wo kann ich diese Grundlagen verwenden, um was zu konstruieren, selber was zu bauen und dann auch das, was ich selber gebaut habe, auch selber zu fliegen. Je nach Bundesland und Hochschule kann die Studienfachbezeichnung variieren. Aerospace, Luftfahrttechnik oder Flugzeugbau sind einige Beispiele. Karrieremöglichkeiten: Beschäftigung als Ingenieurin, zum Beispiel Entwicklung, Wartung und Instandsetzung, weiterführendes Studium, zum Beispiel Luftverkehrsmanagement, Konstruktionstechnik, Maschinenbau. Also schadet nicht, wenn man gut in Mathe ist und schon ein bisschen mathematisches und physikalisches Verständnis auch eben hat. Eigentlich nur ein bisschen Ehrgeiz und Spaß. Man sollte sich immer schon gefragt haben, warum fliegen Flugzeuge, warum fliegen Drohnen, was ist Luft, was ist Luftströmung.